Gut, weitermachen und nicht davon aufgeben lassen. Ah, oh, nee, man kann die Cutscenes nicht überspringen, das ist ein bisschen blöd. Bisschen schade drum. Wäre cool, wenn man die überspringen könnte. Egal. Wie gesagt, wir spielen nur die erste Mission. Mehr nicht. Mal gucken, ob wir überhaupt die erste Mission spielen, wenn ich mich weiter so anstelle, nicht? Wow, wir haben schon Schaden, weil da einer meinte, uns reinfliegen zu müssen und uns auf uns schießen zu müssen. Ja, weg. Wow. Geh weg. Oh, das war knapp. Ihr seht aber, dass also die Flugdinger sind etwas komisch. Wie gesagt, die Beleuchtung ist auch total komisch. Dieses Blink-Blink dauernd und alles. Macht das Fliegen echt nicht leicht. So. Man sieht halt echt schwer die Gegner nur. Und das ist natürlich in gewissen Situationen richtig, richtig schlecht. Wow. Ich möchte nichts. Warum kriege ich denn gerade so viel Schaden? Was ist denn da los? Ich muss mal hier raus aus der Gefahrenzone. Weg. Wow, hier ist die Gefahrenzone nur noch höher. Mann, nein. Ich will nicht nochmal neu starten müssen. Hör auf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weil richtig ausweichen kann ich den ja nicht. Ich weiß ja nicht, von wo die Schüsse kommen. Wow. Zurück zur Mission? Und warum kriege ich denn dauernd Schaden? Ja, was denn zurück zur Mission? Wohin denn? Wo ist denn die Mission? Da ist doch ein Gegner direkt vor mir. Wie kann ich denn außerhalb der Mission sein? Tschüss. Ich krieg Schaden von diesem Scheiß außerhalb des Missions, kann das sein? Oh, das nervt. Ich sehe die Grenze der Mission einfach nicht. Es wäre cool, einen Pfeil oder so zu haben und zu wissen. Ja, ich habe es jetzt verstanden. Ich soll zurück zur Mission. Wow. Ich sehe überhaupt nichts. Was ist denn hier los? Da, Gegner. Wie kann es sein, dass ein Gegner 500 Meter von mir entfernt außerhalb der Mission heißt? Geh weg. Oh Mann. Ich bin eigentlich am Arsch. Bin absolut am Arsch. Mein Rumpf ist gleich kaputt. Schild, komm wieder. Scheiße. Okay. Ich glaube, ich habe es einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Zumindest so weit, dass ich sagen kann. Wow. Was ist denn das? Der ist das die ganze Zeit hier. Komm her. Gut. So. Nein, das sind ja noch viel mehr. Wie viel kommen denn da noch? Das halte ich ja niemals aus mit dem. Meine komplette Rüstung ist kaputt. Wow. Der Schaden repariert sich nie, ne? Nice. Vielleicht beim Save Point oder so. Oh je, Leute, was machen wir da nur? Ah, das ist wieder der. Das ist der Große. Jetzt habe ich es erkannt. Nur so nah, dass ich ihn treffen kann. So. Seine Schilde sind down. Könnt übrigens da unten, ganz unten in der linken Ecke sehen, was das für ein Schiff ist. Jetzt können wir ganz langsam, ganz gemütlich unsere Schilde regenerieren und dabei den ganz langsam kaputt machen. Das ist ganz gut. Boah. Und tschüss. Achso, das war ist aber noch nicht vorbei. Also ich habe jetzt wenigstens mal das große Scheißschiff kaputt gemacht. Perfekt. Ich glaube, das war's. Gut. Oh, alter Schwede.
Lade sie. Die Missionen sind in drei Akte eingeteilt. Jeder Speicherpunkt repräsentiert praktisch den Eintritt in einen neuen Akt. So, ja. Glaube ich zumindest. Ich glaube, ja, wir werden jetzt, das meine ich mit ein bisschen obvious. Wir fliegen da jetzt in der Cutscene drauf zu und dann kommt nochmal so eine Flugscene. Und das ist halt für mich so, ja, warum sollte ich mich jetzt fliegen lassen, damit ich da zu diesem Schiff hinkomme und dann direkt docke? Da muss ja eigentlich was passieren. Und so ist es halt dann auch. Überraschung, Überraschung. Also von dem her, das meine ich so ein bisschen mit vorhersehbar. In der Hinsicht war es sehr vorher, also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, ob ihr das auch vorher gesehen hättet. Ich denke aber schon fast. Vielleicht ging es jetzt auch nur mir so in dem Moment. Eine Eingabe oder so. Komm. Und tschüss. Und irgendjemand wird sich definitiv über meine Flugkünste beschweren. Ich kann schon förmlich riechen in den Kommentaren. Aber das soll mich gar nicht stören. Das ist ja normal. Auf YouTube darf man halt auch Kritik äußern. Muss man auch Kritik äußern. Man muss auch kritikfähig sein, um einen YouTube-Kanal zu haben. Und wenn jemand die Ding nicht gepasst, der Flugstil von mir, dann ist das halt so. Aber es nervt, wenn es dann immer zu oft ist. Also ich kenne da ein paar Leute, die meinen, das ist dann cool, einem jedes Mal, wenn man unter ihrer Nase läuft und sie die Gelegenheit haben, einem zu sagen, was ihnen an einem nicht gefällt, das ist dann wiederum nicht cool. Das ist dann richtig nervig. Das hat auch nichts mit Kritik üben zu tun, das ist dann schlicht und ergreifend, sich selbst besser fühlen als andere oder so, ne? Und das muss ich sagen. Ich weiß nur gerade nicht, wo die Gegner sind. Ach, die sind über mir. Sag mir das doch. Warum gucke ich nicht aufs Radar? So, man steuert übrigens fast das ganze Spiel nur mit der Maus. Also ich brauche meine WASD-Tasten fast gar nicht. So, auch wenn die mir das am Anfang weiß machen wollten, dass ich die brauchen würde. So. Komm her. Und tschüss. Yay, wir haben es geschafft. Wir haben sie erfolgreich besiegt. Und kommen jetzt zurück in Docking. Singaran. Singrana. Was? Singrana. So, jetzt, richtig. Gott. Ich bin echt schlecht, ey. Ah, was auch noch. Musik ist aber gar nicht mehr so schlecht. Also, sie passt dieses Rumoren da und alles. Dies passt schon. Meine Haare liegen heute schlechter. Schrecklich. So, wir fliegen da mal langsam hin. Missionsziel erfüllt. Reichen Sie Singrana. So. Und jetzt fliegen wir auf den Hangar zu und die Cutscene setzt ein. Operation erfüllt. Und ich glaube, so läuft das ganze Spiel ein bisschen ab. Man kommt halt raus, man rüstet zuvor sein Raumschiff aus von der Mission und dann geht's ab. Ich glaube, es kommt noch eine Cutscene, die werde ich noch schweigend verbringen.
Jede Ecke wird ein Checkpoint sein. Ja, gut. Wie gesagt, das werden wir allerdings dann das nächste Mal uns eventuell angucken, wenn ihr das haben möchtet. Wenn ihr das haben möchtet, dann wäre es auch sehr hilfreich, wenn ihr in die Kommentare das schreiben würdet, denn sonst weiß ich nicht, ob ihr es haben wollt. Wie gesagt, hier gibt es ganz viele Sachen. Wir können auch kurz die Statistiken anschauen. Bordwaffentreffer 32%. Okay, wir waren echt schlechte Schützen. Zerstörte Objekte. Der B, das ist ein von diesen, keine Ahnung, das ist ein großes Schiff wahrscheinlich. Und 14 Aufklärer habe ich kaputt gemacht. Und das Ganze hat 18 Minuten gedauert. Und wir können auch mal ins Hauptmenü gehen. Und glaube ich hier hin drücken und dann zurück zum Hauptmenü. Ja. Überall speichern kann ich eh nicht. Und wir können hier sehen, was ich total cool finde in diesem Spiel, nämlich, man kann Profile erstellen. Oh, das finde ich total cool. Hat mich schon das letzte Mal beeinflusst. Und hier gibt's Videoclips. Prolog, Sternfall und Ding, da können wir zum Beispiel uns dann nochmal die Cutscene am Anfang angucken. Ich glaube, das ist sogar die, die kommt, die ihr gar nicht gesehen habt. Wenn ja, dann lasse ich sie sogar drin. Habt ihr die gesehen oder habt ihr die nicht gesehen? Nein, ich habe die nicht gesehen. Ich bin jetzt still und lasse die Cutscene jetzt durchlaufen. Danach sage ich over and out. Ja, wie ihr gesehen habt, also eine kleine Geschichte steckt auch hinter dem Ganzen. Also da ist schon eine Story hinten dran. Gar keine so unspannende Cutscene, fand ich. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Bis dahin, mein Name ist Light. Over. Over. Nein, wait. Over and out.